Heute stelle ich euch von der Eigenmarke DM Trended Up ein tolles Produkt für unter 4 Euro vor, für eure Lippen, damit ihr im Frühling erstrahlt. Bis gleich, ihr Süßen. Mäuse, das ist ein gutes Stück. So sieht er aus. Für sage und schreibe unter 4 Euro, kostet gerade mal 3,25 Euro. Und ich finde, da kann man wirklich ja nicht meckern. Ich habe mich für die Farbe 030 entschieden. Das ist also ein ganz, ganz softed Pink, also ein toller, nudiger Ton. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie sieht es denn aus, die Konsistenz. Also wie der Name schon sagt, Shine and Click, also mit Klicksystem. Also ihr seht, ganz einfach zu bedienen. Klick, klick, klick. Dann kommt das gute Stück so raus und dann kann man es auch gleich auftragen. Und die Farbe sieht folgendermaßen aus. Mal kicken. Oh, jetzt habe ich da ein bisschen zu viel rumgemalt. Oh, ja. Oh, der ist aber weich. Oh, der ist aber weich. Da müsst ihr wirklich ganz, ganz soft drauf gehen. So eine Farbe hat der. Ist natürlich jetzt nicht so unbedingt meine hundertprozentige Farbe. Aber ich fand von den anderen Farbauswahlen, die da noch so mit bei waren, also ich glaube, 4 Stück an der Zahl sind es gewesen, fand ich den einfach dann immer noch am dezentesten. Also so, dass man den dann wirklich auch für den Alltag wirklich sehr, sehr gut verwenden kann. Also ihr seht, er ist wirklich sehr, sehr weich von der Konsistenz. Wir müssen da wirklich super, super krass aufpassen, wenn wir ihn anwenden. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das ist, wenn ich ihn gleich auf die Lippen auftrage, ja? So, bin jetzt aufgeregt. Jetzt ist natürlich die Formgebung nicht mehr so schön, weil ich mir alles auf meinen Handrücken verschmiert habe, aber egal. Okay, mal gucken. Oh ja. Das ist da wirklich nur ganz, ganz leicht. Oh, da kommt aber viel raus. Also macht ein ganz schönes Finish, wie ich finde. Also für den Alltag kann man den auf jeden Fall sehr, sehr gut verwenden. Laut Trended Up ist es ja einfach mal ein ganz leichter, glossiger Lipstick mit einem aufpolsternden und einem pflegenden Effekt. Das kann natürlich auch immer nicht schaden. Gerade wenn man so ein bisschen mehr trockenere Lippen hat oder eben nicht ganz so volle Lippen. Es sei denn, man hat sie sich à la Duck so aufspritzen lassen. Oder man ist natürlich von der Natur aus super mit vollen, tollen Lippen gesegnet. Dann finde ich, ist man hiermit auch ganz gut bedient. Und vor allem, ich finde auch immer wichtig, dass man so eine Produkte dann ganz cool für den Alltag einfach nutzen kann. Dass es nicht zu krass viel Farbe abgibt, sodass es gleich einfach nur nach Lippenstift beschreit. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe es ja jetzt immer ein bisschen einwirken lassen. Doch, sieht echt schön aus. Also der polstert wirklich auf. Die ganzen kleinen Lippenfältchen, die man ja einfach mal bekommt, sind wirklich gut weggegangen. Und ich finde auch, das sind ganz angenehm mit Rosé. Das ist nicht zu pinkig. Wie gesagt, ihr Süßen, den gibt es in 4 verschiedenen Farbtönen. Wir üben das jetzt gleich nochmal. Macht das mal nochmal ein bisschen weg. Weil ich fand, ich habe wirklich zu viel aufgetragen. Also der Duft da wirklich nur so ganz soft mit rüber gleiten. Ganz, ganz softy. Ja, much better. Also ganz, ganz leicht damit rübergleiten, damit das Ganze nicht zu dick aufgetragen wird. Muss euch sowieso mal empfehlen, das Trended Up natürlich in einer meiner Lieblingsdrogeriemärkte, nämlich in DM, wirklich total zu empfehlen ist. Ganz, ganz tolle, preiswerte, dekorative Kosmetik für einen wirklich erschwinglichen Preis und für einen kleinen Geldbeutel ist das also wirklich, würde ich mal einfach mal sagen. Oh, thank you very much. Super. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, ich habe ja nun auch schon viele, viele Markenprodukte ausprobiert und komme immer wieder zu dem Schlussergebnis, dass die ganzen preiswerten Produkte, sei es jetzt von Catrice, Essence oder aber wie hier von Trended Up, locker mit den super teuren Markenprodukten, High-End-Produkten mithalten können. Man muss nicht immer so viel Geld für irgendwas ausgeben, wenn man ein bisschen frisch aussehen will. Und jetzt sowieso, wo der Frühling kommt, ja, ihr Lieben, dann würde ich einfach mal sagen, ich wünsche euch eine richtig tolle Woche, vor allem einen tollen, tollen Frühlingsanfang. Jetzt blüht wieder alles, beziehungsweise ist schon geblüht. Draußen ist es wieder grün, die Sonne scheint.
Und in diesem Sinne, habt Sonne in euren Herzen. Fühlt euch gedrückt. Bis bald. Eure Gürre.